Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer und in diesem Video möchten wir uns doch gerne einmal ansehen, wie sich die Seerosen in meinem Aquarium so ausgebreitet haben und ich gebe euch ergänzend noch einige Tipps zur Haltung von Seerosen im Aquarium. Also bleibt doch dran, denn es wird sicher spannend, wenn wir nun einmal diese faszinierende Wasserpflanze näher beleuchten werden. Und zwar möchte ich damit beginnen, darauf einzugehen, wo die Seerosen überhaupt natürlich herstammen. Und zwar ist dies gar nicht so leicht zu verorten, da sie so gut wie weltweit verbreitet sind. Verschiedenste Arten gibt es beispielsweise auch in Süd- und Mittelamerika und in Afrika. Also ist für jeden etwas dabei. Im Aquarium hingegen sind Seerosen eigentlich eher unüblich zu halten. Was allerdings schade ist, denn sie können auch im Aquarium durchaus sehr prächtig werden. Und am Ende das Auge erfreuen. Das ein oder andere könnt ihr hier allerdings noch beachten, worauf ich gleich noch eingehen werde. Und zwar ist es bei Seerosen im Aquarium sinnvoll, diese wie auch im Gartenteich am Grund zu verankern. Hier eignet sich sandiger Untergrund am besten. Wenn wir hier also dem Wurzelballen folgen, können wir sehen, dass sich die Leitkabel bis an die Oberfläche hin erstrecken, wo dann die Blätter sich entrollen und so eine wirklich schöne Erscheinung sind. Und dort werden dann auch die Blüten entstehen der, hier sehen wir die Seerosen, der Seerosen. Und am Ende solltet ihr darauf achten, dass natürlich, wenn ihr die Seerosen habt, unter Wasser etwas weniger wachsen wird bei euch. Wie euch auch schon aufgefallen ist, dem aufmerksamen Zuschauer, ist es eben relativ düster hier in diesem Aquarium aufgrund der großen Menge an Schwimmpflanzen an der Oberfläche. Und hier ist übrigens der Makropode, der sich auch mal blicken lässt, mal wieder. Prinzipiell sind diese Seerosen eigentlich für alle Tierarten geeignet, da sie im Prinzip dem Wasser nicht schaden. Sie haben ganz im Gegenteil einen sehr starken Nährstoffbedarf. Und deswegen kann man auch gerne einmal hier eine Düngekugel für Seerosen hinzugeben, um so den Nährstoffbedarf der Seerosen zu decken. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wenn man natürlich sehr viele Seerosen hat und die auch länger hat, dass die dann sehr groß werden können und im Aquarium eben überhand nehmen. Manche Leute bevorzugen ja auch, sagen wir mal, eine gewogene, ausgewogene Auswahl verschiedenster Pflanzen. Und nicht nur dieses massive Seerosen-Konglomerat, was natürlich auch schön ist, aber eben sehr viel Licht abschirmt. Da könnt ihr regelmäßig entgegenwirken, indem ihr beispielsweise auch hier diese Knollen entsprechend stutzt und kürzt, sodass die Seerose gar nicht so groß sich ausbreitet wie hier. Aber selbst wenn sie sich so ausgebreitet hat, ist das auch nicht schlimm, denn ich finde, sie ist durchaus sehr schön anzusehen und reinigt und filtert das Wasser und bietet den Lebewesen so auch Raum zum Überleben. Zur Temperatur kann ich auch noch erwähnen, dass Seerosen im Prinzip relativ robust sind, da sie auch im Gartenteich überwintern können. Natürlich bilden sich bei zu kalten Temperaturen irgendwann die Stränge und die Blätter zurück und es verbleibt nur der Wurzelknollen im Wasser, aber daraus können dann im Frühjahr und Sommer neue Wurzeln entstehen und Blätter. Allerdings im Aquarium habt ihr ja sowieso eigentlich keinen jahreszeitlichen Zyklus, sondern bestenfalls eine konstante Temperatur, die dann irgendwo zwischen 20 und 30 Grad Celsius liegen dürfte, sodass es auch den Fischen, die ihr haltet, angenehm ist. Aber im Prinzip sind die Seerosen bei der Temperatur relativ anspruchslos. Und im Aquarium ist nur zu beachten, dass ihr bestenfalls ein nach oben offenes Aquarium betreibt, so wie ich, denn ansonsten bekommen die Seerosen etwas wenig Luft und auch etwas wenig Licht. Hier ist ebenfalls Beleuchtung empfehlenswert, aber auch Sonnenlicht würde im Prinzip ausreichen. So habt ihr dann am Ende eine schöne Ergänzung zu eurem Aquarium in Form von Seerosen, die eben, wie wir hier sehen können, auch eine immense Anzahl von Stielen bilden können, an denen sich dann auch die Schnecken gerne festhalten und auch die Fische mögen es. An der Oberfläche zeigt sich auch, dass es verschiedene Arten eben von Seerosen gibt. Wie hier diese gesprenkelte, dabei dürfte es sich um die Colonel Welsh handeln, die gelb blüht, wohingegen wir allerdings auch einige haben, die hier eben durch und durch
rot sind von der Blattfarbe her oder auch so einige Mischformen. Und natürlich habe ich ergänzend dazu hier an Schwimmpflanzen auch die allseits beliebten Muschelblumen, Lemna minor und seit neuestem nur für euch hier extra angelegt eine kleine Insel mit rotem Moosfarn, der dem Ganzen farblich noch etwas akzentuiert. Aber im Großen und Ganzen müsst ihr eben darauf achten, dass dadurch in eurem Aquarium eventuell die Lichtausbeute etwas geringer ist, aber im Großen und Ganzen macht das nicht unbedingt jedem Fisch etwas aus. Manche mögen es zum Beispiel auch gar nicht so hell. Aber natürlich, denke ich, kann man auch schöner hereinblicken, wenn es so sauber und auch beleuchtet ist wie hier. Und naja, wir sehen hier schon einige Lemna-Abkömmlinge an der Oberfläche, die eventuell auch noch irgendwann die Oberfläche bedecken. Aber so schnell geht das in der Regel nicht. Wahrscheinlich stammen sie hier aus meinem anderen Aquarium, da beide über diesen Schlauch hier verbunden sind, um einen Wasserausgleich zu gewährleisten. Was allerdings, wie wir hier sehen, nicht hundertprozentig funktioniert, da des Öfteren mal die eine oder andere Schnecke sich hier in den Schlauch verirrt, ihren Weg sucht und dabei den Zufluss etwas blockiert. Aber wenn der Wasserdruck groß genug wird, wird sie sagen wir mal, bewegt. So kann man das wohl formulieren. Also die Schnecken hier sind durchaus fähig, an einem Stück auf der anderen Seite wieder herauszukommen und so ein neues Aquarium zu betreten. Also es steht hier keine Sorge. Wie gesagt, nur dadurch kann eben der Wasserspiegel manchmal variieren. Aber das soll uns nicht weiter stören. Jedenfalls nicht, bis eines der beiden Aquarien austrocknet und das andere überläuft. Aber da halte ich euch auch gerne auf dem Laufenden, wohin da wohl die Reise gehen mag. Und damit möchte ich mich auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir noch gerne in die Kommentare, ob ihr auch Seerosen haltet und ob ihr noch Tipps habt. Das würde mich und bestimmt auch die anderen Aquariumfreunde auf YouTube sehr interessieren. Und wenn ihr mich schon abonniert habt, solltet ihr nicht vergessen, die Glocke zu liken, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, euer Aquarianer.